Ja, hallo, ich grüße dich auch, Klein Erna, ne? Und ich grüße auch meine Zuschauer, meine Abonnenten und alle, die natürlich eingeschaltet haben und zugucken. Ja, was machen wir heute? Tja, ich denke mal angeln, ne? Angeln und uns die Emotions angucken. Ich glaube, die Emotions angucken, das machen wir mal zuerst, weil wir stehen ja gerade so schön hier. Ich drücke mal K. Und dann haben wir da Emotions. So. Wir haben hier einmal Angry. Ich zoome mal ein bisschen ran noch, ne? Boah, ich mache mal die oben die Leiste da weg, die ich da drüber habe. Dann sieht man das ein bisschen besser. So. Lol. Okay. Sie reißt das Maul auf. Nicht das Maul. Sie reißt ihren Mund auf. Ihren kleinen Mund. Nochmal gucken. Ja, bist sauer, ne? Bist du angry. So, was haben wir noch hier? Was haben wir noch da? Cheer. Oder Chair. Provozieren. Lol. Ist schon geil gemacht. Schön animiert. Müssen wir lachen. Kommen wir mal nochmal lachen hier. Warte mal, ich mach das mal ein bisschen lauter. Die Musik. Kann man die Musik nicht irgendwie hier. Sound Channel Speaker. Mut. Sound Variable. Voice. Sound Effekt. Das ist doch die Musik. BGM. Das ist echt die Musik. Die mache ich jetzt mal ein bisschen leiser. So. Und den Main. Mach ein bisschen lauter jetzt. So. Jetzt will ich nochmal lachen hier. Klein Erna, komm, wir wollen nochmal eine Runde lachen. Hört man dich vielleicht ein bisschen besser? Ja, geht doch, geht doch. So, was haben wir denn? Point out? Okay. Cry. Lol. Legt die sich auf den Boden hin und zappelt mit allen Gliedmaßen sozusagen. Cool. Oh, klein Erna ist traurig. Wave, oh, wir fangen oben an, ja? Bow. Lol. Clap, klatschen. Peace. So, was haben wir hier noch? Liegen. Okay, mal eine Runde relaxen hier. Cool. Können wir echt im Spiel mal so, ne? Es reicht, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist oder sich mal versammeln, hier schöne Runde relaxen, alle mal schön hinlegen oder so. Cool gemacht. So, dann stimm ja wieder auf hier, nicht, dass du nur einschläfst. Wir müssen noch weitermachen. Was haben wir denn noch hier? Schaut. Wave. Ja, das können wir ja, Wave. So. Seite 2. Ach, da haben wir nur noch Sit. Oh, ich sehe gerade, da oben steht ja Pet. Gucken wir gleich mal. Sit. Einfach in die Knie und ja. So, da haben wir die Emotions durch. Guck mal, hier haben wir Pet. Also Pet, aber da können wir noch nichts machen, weil wir haben ja noch kein Pet. Ich weiß auch gar nicht, wann die anfangen, die Pets. Also die Tiere, die nebenbei bei uns dann mitlaufen. Auf jeden Fall wollten wir denn jetzt, glaube ich, noch angeln, ne? Angeln war eigentlich noch geplant. So kommt man hier rum, aber wir müssen da hinten noch hin. Ach, hier sind wir richtig. Wunderbar. Okay, was bekommen wir da? Irgendeine Kugel oder was ist das? Keine Ahnung. Nehmen wir mal mit da. Beziehungsweise wir nehmen die Quest erstmal an. So, weil ich glaube, ich muss wieder einen Tick leiser machen. So. Ach, jetzt müssen wir da nochmal hin. Mit dem reden, dann kriegen wir einen neuen Bogen. Den Level 5 Bogen.
So, jetzt sollen wir in Inventar gehen und dann sollen wir was anlegen. Ach, Upgrade. Ach, jetzt lernen wir das Upgraden. Okay. Aha, Hero. Dafür der Pure White Jade. Das ist so ein Jade. Das ist ein Jade? Stein? Nee, nicht Stein. Jade. Was ist nochmal ein Jade? Was heißt das nochmal auf Deutsch? Fällt mir gerade nicht ein. Sorry. Da haben wir den Level 5 Bogen. Aha. Upgrade. Aha. Waffe da reinziehen. Okay, und jetzt den Stein beziehungsweise Jade. Oder ist das ein Diamant? So ähnlich? Könnte sein. Confirm. Ach, jetzt ist fertig? Wie? Ist das Ding fehlgeschlagen? Ne, plus 1 zu Fisbo. Nein. Ist der Stein jetzt... Was steht da unten im Chat? Steht der discredited. Ist der kaputt gegangen? Boah, ich leg mal den Bogen an. Ah, Mist. Mist, jetzt ist der Stein, den wir bekommen haben, ist wohl nicht reingegangen in die Waffe. Ist wohl fehlgeschlagen anscheinend. Schade. Oder habe ich den nee, habe ich doch nicht verkehrt reingelegt, ne? Eieiei, ich habe den... Den Stein hätte ich, glaube ich, hier reinpacken müssen. Da oben und nicht da unten. Habe ich den jetzt kaputt gemacht? Aber der ist doch auf plus 1, oder? Nee. Damage? Weiß ich jetzt gar nicht, ob sich da was geändert hat. Egal, lassen wir das mal hier. Wir wollten ja sowieso angeln. Dann müssen wir jetzt da runter. Ach, ich kann die Waffe auch mal anlegen, Mensch. Den neuen Bogen hier, so. Vielleicht finden wir nochmal einen Stein und dann gucken wir nochmal. Oh, was ist das denn da? Ein fliegender Fisch? Ich muss doch mal gucken. Ich muss doch gleich mal schauen, wo wir angeln können. Natürlich irgendwo, wo Wasser ist, ist klar, aber... Vielleicht kann man auch nicht überall angeln. Müssen wir doch mal gucken. Wir müssen sowieso noch mit einem sprechen hier. Ich glaube, hier können wir auch nicht angeln, weil hier ist das ja gerade mal, ja, weiß ich nicht, 30 cm tief, wenn überhaupt. Ah, das mit dem Stein eben, habe ich den Stein echt kaputt gemacht? Oder? Da war ich wieder so viel am Quatschen, habe ich nicht aufgepasst, was ich mache, ey. Wir müssen jetzt irgendwie noch, was müssen wir jetzt machen? Hier haben wir noch ein Hero, hier haben wir Wappen, hier können wir wieder irgendwas verkaufen. Armor-Mechan, Wappen-Mechan, können wir vielleicht einen Stein kaufen, dann könnte ich das vielleicht nochmal zeigen. Was müssen wir denn da jetzt machen? Müssen wir hier hochgehen? Ich gehe mal hier hoch. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Nö, hier oben ist ja auch nichts. Müssen wir irgendwas zubereiten? Ne, irgendwas hantieren hier? Nö, komisch. Was ist denn das? Wir haben noch da... Moment, ich kann das so ein bisschen ranzoomen. Nee, ich habe schon ganz rangezoomt da oben. Irgendwas mit Mine. Was für eine Mine? Take down Goldfischballon on the... Ach, der Goldfischballon da. Ja. Also müssen wir doch da hoch. Wir müssen nochmal hoch.
müssen irgendwie ran an den Goldfischballon. Der hat sich wohl irgendwie festgehakt. Aha. So. Da muss der Goldfisch. Wo ist denn der Goldfischballon? Ich sehe den nicht. Der muss doch hier vorne irgendwo sein. Bin ich jetzt blind? Ach, da ist er. Nein, das bin ich wieder runtergefallen. Och, Mann. War ich wieder runtergefallen? Mir das erste Mal runtergefallen. Mann. So, nochmal das Ganze. Ey, wo war der jetzt? Na. Da ist ja auch noch einer. Da ist ja auch noch einer. Nimm wir den hier. So, können wir den Goldfischballon nur runterbringen? So, bitteschön, hast dein Ballon wiedergekriegt und jetzt müssen wir da zurück. Ah, nee, wollten wir angeln, ne? Wir wollten doch eigentlich angeln. Wollt ihr das eigentlich noch mal zeigen mit dem Angeln? Oh, das ist ja auch schön hier gemacht, cool. Ein kleiner, was ist das? Brunnen hier. Schön. Nee, Leute, wir müssen irgendwie mal irgendwo gucken, wo ein See ist. Wo ist denn hier ein See? Wir müssen irgendwie mal außerhalb hin. Irgendwo, wo tiefes Wasser ist. Ich glaube, hier sieht das gleich schon mal gut aus. Hier gibt es zumindest viele neue Quests, die können wir annehmen. Och, wo bist du so traurig? Können wir hier irgendwas, weiß ich, hinpacken, spenden? Och, gut, das ist mal. Aber da muss man erstmal drauf kommen, ne? Also ich finde das echt schön gestaltet, auch die Welt hier. Das ist recht hier von der Klasse, Rasse, Tiger. Die Tigerklasse. Die anderen Stadtgebiete, es gibt natürlich noch andere, also zwei, glaube ich, zwei, drei, zwei, ich glaube, andere Stadtgebiete, die sehen natürlich bestimmt auch geil aus. Je nachdem, welche Klasse man spielt, ob man Menschen spielt oder wie jetzt halt die Tiger hier, dementsprechend hat man natürlich auch eine andere Welt, Startwelt. So, ich will aber angeln, wo kann ich hier angeln? Wir müssen ja auch noch mit einem sprechen, ne? Bevor wir angeln können. Nur mal, wo ist denn das? Ach, da oben. Und wo ist das da oben? Ach, da. Okay, da laufen wir mal hin. Weil normale Quests wollte ich jetzt auch nicht mehr machen. Weil das ist auch der dritte und letzte Teil. Mit angezockt von Asta Online. Ich möchte nämlich mal ein bisschen angeln noch. Können wir hier angeln vielleicht? Können wir da angeln? Aber ich glaube, wir müssen noch mit einem sprechen. Oder mit einer Person. Ich weiß nicht, ob Frau oder Mann. Auf jeden Fall müssen wir noch mit einem sprechen. Reittier gab es bis jetzt ja noch nicht. Vielleicht kommt das auch erst ab Level 10 oder so. Können wir da nicht? Doch. Können wir hier lang? Anscheinend ja. So, und ich komme wieder einen Stein holen, sehe ich gerade. Zweimal sogar. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da hinten ist viel Wasser. Liebe Leute, wir können gleich angeln. Good position, good sense in the hands. Hallo. Ach, jetzt kriegen wir unsere Angel. Bombo Fishing Rod, aha. Real and unreal account oder movements of fish shotcar F. Ach, ich muss ja wieder anmachen, da meine Leiste da. Ach, mit F, ne, mit dem können wir reden, aber wir müssen. Was will er? Fish are spotty belly green. What? Greenling. Ein Grünling, irgendwas Grünes. Einen Fisch müssen wir jetzt fangen. Auf jeden Fall gucken wir nochmal, was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal, hier ist schon ein Fisch am Zubereiten, oder?
cool. Schön gemacht, schön gemacht. So, dann gehen wir mal ein bisschen angeln hier. So, müssen wir da weiter rennen? Opp. Können wir da noch weiter hin? Ach komm, wir stellen uns jetzt hier hin. Gut, da vorne sind Fische, ne? Ah, nicht so weit rein. Usual Instant Fishing Route. Ach, wir müssen noch eine Route anlegen hier. Oh, das ist aber eine schöne Angelroute. Cool. Cool, cool, cool. Das hat schon mal auf jeden Fall einen fetten, fetten Pluspunkt verdient, weil Angeln, schön angeln. Momentan herrscht sowieso bei mir auf dem Kanal Angelzeit, Angelspiele. Letzte Zeit 3 Angelspiele vorgestellt. Und jetzt hier bei Asta Online auch ein bisschen angeln. Das passt doch. Aha. Aha. Erstmal gucken, wie das funktioniert. Wie ein Fishing Progress reached an the catch point. You can press F. Can you click Fishing Button to catch a fish? Okay. Okay. Irgendwas mal verkehrt. Okay. Muss mehrere Sachen. Greenlight Option. Okay, wir haben schon Fisch gefangen. Das ist schon der erste Fisch hier. Was ist das denn? Range Auto Fishing. Ach, automatisches Fischen kann man auch einstellen. Dafür brauchen wir aber den Soulstone. Kannst du mal ein bisschen. Oh, jetzt habe ich Rätschklick hat sie beendet. Wollten wir nicht. Okay, wenn der Balken sich bewegt, dann muss der dazwischen sein. Dann müssen wir F drücken. Alles klar, aber anscheinend haben wir nichts gefangen. Ah, plus 2, also das kann man auch aufleveln. Das ist natürlich auch schön. Ach, Mist. Fang nix. Fang nichts, ne? Dann würde das ja anzeigen, wenn wir einen Fisch fangen würden. Aber ich mache mal automatisches Angeln. Die Steine, die werden ja sowieso wieder zurückgesetzt, denke ich mal. Und wir machen jetzt automatisches Angeln hier. Ach, das kostet sogar 20 von den Steinen. Die habe ich ja gar nicht. Ich gehe nochmal ein bisschen näher ran. Ach, ich will mal mit der Maus. Ich muss da hier klicken. Manuell Fishing. 0% hat er gesagt, zeigt er da an. Ach, die beendet das dann von alleine, wenn man überhaupt nichts macht. Oh, wir haben einen sehr weit obtain. Irgend so ein Kraut haben wir da geangelt. Na, wieder nichts dran. Sehr wird obtain, okay. Ich glaube, man muss auch F gedrückt halten. Mir ist zu spät gedrückt. Nix dran, nix dran. War nicht viel Fisch hier, ne? Grilling obtain. Siehst du, man muss sich nur beschweren und dann beißen die Fische auch. Und wieder ein Grilling hier. Sehr wird obtain. Gibt es auch noch andere Fische oder gibt es hier nur Grilling? Vielleicht brauchen wir noch einen anderen Köder. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal. Weiß noch was? Nö, weiß nichts mehr. Jetzt gehen wir gleich mal in andere Position. Oh, wieder ein Grünling. So, ich glaube, wir gehen mal woanders gucken, ne? Was haben wir denn da? Seesterne? Wollen wir da mal hinschmeißen? Vielleicht beißt du sogar einen Seestern an, oder? Weiß man ja nicht. So. F. Nee, jetzt hat er den nicht genommen. Komisch.
Nee, ist auch wieder ein Grünling. Was ist das denn da? Remaining Fishing Count. Okay, Konter vom Fisch. Was geht nicht? Warum geht das nicht? So, ein Fisch fangen wir noch. Siehste, wie, ne? Mit Ansage hier. Quest nochmal beenden. Warum ist der Angler jetzt verschwunden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal ein bisschen geangelt und ja, ich denke mal, ich komme zum Ende. Das war's denn, liebe Leute, mit Angezockt von Asta Online. Und ich bin echt gespannt, ob nach dem 10. November auch die Open Beta losgeht. Und sobald die Open Beta losgeht und das Spiel auf Deutsch ist, lege ich sofort los, mache auch ein Let's Play draus. Und ich sag mal wieder, wie immer, ne, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ja, vielleicht sehen wir uns mal oder wir spielen mal zusammen hier bei Asta Online, wer weiß. Schauen wir mal, was die Zukunft sagt. So, ich bin da mal raus. Tschüss.